Und wir legen gleich wieder los und gehen hier auf Plünderzug mit Katja. Wir gehen nochmal in die Werkstatt. Und, oh, ist da oben jetzt wieder was drin? Guck ich mal, hier waren wir ja schon mal. Wir gehen jetzt erstmal nochmal hier oben gucken. Da jetzt noch was drin ist in dem Schränkchen. Und wir nehmen alles mit. Nachher werde ich wahrscheinlich nochmal was aussortieren, wenn wir jetzt noch mehr kriegen. Aber erstmal stecken wir alles ein. So. Hey du, ich brauche Medikamente für meinen Vater. Haben Sie welche? Ja. Komm. Unsere Sachen. Ich gebe Ihnen viel für medizinisches Zubehör. So, was kann ich dafür geben? Was hast du denn? Mathe? So, was hast du? Ausrüstung, was ist das? Sägeblatt? Wir können es verwenden, um Metallstangen und Ketten durchzusägen, um an sonst unzugängliche Orte zu gelangen. Brauchen wir erstmal nicht. Brechstange brauchen wir auch nicht. Was ist das, Dietrich? Und Schaufel brauchen wir alles nicht. Das ist Quatsch. Material, Filter, Waffen. Ja, Kugeln sind gut. Wir brechen aber erstmal eine Waffe überhaupt. Komm, ich nehme hier Waffenteile einfach mal mit. Zwei. Und ansonsten Essen, ne? Das ist sehr großzügig. Ja, wir wollen auch eine Menge haben für unser letztes Medikament, Freundchen. Essen. Das reicht nicht mehr, okay. Dietrich? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Das ist jetzt auch zu viel. Gut, wir können uns einigen. Dietrich ist noch gut. Aber Dietrich will ich nicht, ehrlich gesagt. Was soll ich jetzt mit dem Dietrich? Ist der knicken? Wie sieht's aus mit Materialien? Gut. Holz. Auch noch gut. Das ist nicht mehr gut. Das ist wahrscheinlich auch nicht gut, ne? Ich lasse das so kommen. Ein Medikament. Wir haben hier zwei Dosen. Das ist super. Und Materialien. Materialien brauchen wir auch fürs Bauen. Definitiv. Wir handeln jetzt. Wir machen das so. Danke, das ist eine große Hilfe. Okay. Können wir denn jetzt hier auch rein oder schickt er uns dann weg? Ich plündere jetzt nichts vor seinen Augen natürlich, da es wird der kranke Vater sein. Dieser Ort gehört uns, verschwinde. Okay, ich verschwinde. Jemand ist hier, ich muss nämlich etwas ausruhen. Ja gut, ich bleibe weg. Komm, wir haben gehandelt. Ich will das jetzt nicht wieder kaputt machen. Das reicht. Wir haben ordentlich was eingepackt. So, wir gehen. Wir gehen und hoffen, die Jungs haben die Nacht gut überstanden. Denn Katja ist zurück. Oh, das ist mal so ein Moment. Da bin ich mal ganz aufgeregt und gespannt, ob wir denn. Oh, wir haben eine Errungenschaft freigeschalten. Und Tag 7. Ich habe sehr viele nette Dinge. Was für eine Nacht. So, Jungs, wie sieht's bei euch aus? Diese Nacht war ruhig. Tag 7 haben wir freigeschalten. Und wir haben natürlich einige interessante Dinge und vor allem Essen. Essen und Materialien. Super. So, Katja ist jetzt müde. Katja ist müde und zufrieden. Katja kann schlafen gehen. Hat ihre Arbeit gut getan. So, wie sieht's mit euch aus? Hungrig? Hungrig, müde. Wo denkst du auch nochmal schlafen? Und ich kümmere mich mal jetzt hier um Bruno. Bruno, mach mal die Tür auf. Komm. So, du gehst jetzt hier weiter, mal diesen Schrank öffnen, wo wir vorhin stehen geblieben waren. Oder unterbrochen wurden, weil ja die Nacht begonnen hatte. Und es ist 20 Grad, es ist immer noch warm. Das ist gut. So, was haben wir denn? Medikamente, super. Zucker und Wasser und Bücher. Klasse. Nehmen wir mit. Sehr gut, denn war es jetzt nicht so schlimm, dass wir das eine Medikament auch getauscht haben. So, hatten wir jetzt hier nicht noch eine Tür, die versperrt war?
Die scheinen mir offen zu sein. Gibt's auch nichts mehr, ne? Nee. Gut, dann gehen wir mal hoch. Hier oben war doch noch hier. Die Tür öffnen wir jetzt auch noch. So. Wo bleibt er denn jetzt hier? Okay, die anderen sind noch im Bett und schlafen, vermute ich mal. Okay, die Tür ist offen. Und dann mach dich mal hier mit den Händen an Buddeln, Bruno. So, den müssen wir erstmal freiräumen natürlich. Und dann müssen wir noch die Tür hier entblockieren. Um noch den Schrank aufzumachen. Haben wir denn überhaupt noch einen Dietrich? Ich glaube schon, ne? Einen einzigen haben wir noch. Gucken wir mal, dass die Tür nicht abgeschlossen, sondern wirklich nur versperrt ist. Oh, und es ist schon wieder jemand an der Tür. Hey, ich möchte mit euch reden. Na, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Der verhält sich nämlich sehr eigenartig. Hört euch wenigstens an, was ich zu sagen habe. Warum lehnst du denn so gegen der Wand? Ich beobachte den mal kurz eine Weile. Ich traue dem nicht. Ich traue dem ganz und gar nicht. Kannst du ja gehen. Ehrlich. Halb vermummt hier mit einem Tuch um ihr Gesicht. Oh, wir können rauszoomen. Wir können rauszoomen, entdecke ich jetzt in der 5. Folge oder so. Auch nicht schlecht. Ich bin auf der Suche nach einem Unterschlupf. Erbarmt euch. Unterschlupf? Es gibt nichts Besonderes. Okay, na gut. Palve. Gucken wir mal. Was hast du denn zu sagen? Roman. Naja, der sieht aber ein bisschen griesgrämig aus. Kann ich hier bleiben? Danke fürs Aufmachen. Ich bin auf der Suche nach einem Ort, wo ich eine Weile untertauchen kann. Ich bin von den Rebellen eingezogen worden, wollte aber meine Brüder nicht töten. Deshalb bin ich bei der ersten Gelegenheit weggerannt. Wenn sie mich finden, bin ich tot. Lasst mich bei euch bleiben. Gefährlich, gefährlich, ne? Ich meine, wenn die ihn finden, dann sind wir auch tot. Nicht nur er. Andererseits können wir natürlich noch eine Hilfe gebrauchen, ne? Ich sag mal ja und hoffe, dass wir es nicht bereuen werden. Ihr werdet es nicht bereuen? Ich hoffe es. Ganz ehrlich, ich hoffe es. So, Palve, du bist hungrig. Kannst du mal was essen? So, Bruno, wo willst du denn hin? Du bist noch nicht fertig, mein Lieber. Du musst noch die Tür aufbrechen. So, wo ist dieser Typ? Ich muss den im Auge behalten. Der steht jetzt da. Können wir den jetzt benutzen? Ja, cool. So, warte mal. Du bist hungrig, du kannst dich mal hinsetzen. Was bist du? Du bist müde. Und kampferprobt. Kampferprobt ist super. Ich lese mir mal kurz seine Bio hier durch. Oder lese uns das mal durch, für uns alle natürlich. Kampferprobt und Raucher. Kampferprobt ist deswegen super, damit wir nämlich noch einen haben, der uns hier noch natürlich ein bisschen beschützen kann, ne? Wenn wieder Banditen, Räuber und so weiter kommen. Roman, ich hätte niemals gedacht, dass ich einmal weglaufen und mich vor meinen Kumpel verstecken würde. Doch so kam es schließlich. Wir waren einst wie Brüder. Jetzt bin ich für sie gestorben. Meine Jungs haben das Viertel bis kurz vor dem Krieg... ich verstehe den Ort sozusagen, haben das Viertel bis kurz vor dem Krieg regiert. Einige von uns wurden rekrutiert, wie Leon, mein bester Freund. Andere, wie ich, haben sich freiwillig für die Miliz gemeldet. Es sollte das ultimative Kräftemessen werden und wir alle wollten daran teilhaben. Tja. Und da du müde bist und uns nachher helfen musst, definitiv, legst du dich mal noch ein paar Stunden hin. So, Bruno, du hast die Tür aufbekommen und öffnest mal jetzt bitte auch noch den Schrank. Dann haben wir nämlich hier alles in unserem Heimatunterschlupf durchforstet. So, was haben wir denn noch? Kräuter, Zucker und Bücher. Ja, nicht das Beste, aber okay, würde ich sagen. Wir haben wieder einen Erfolg. In Ordnung. So, Bruno, du bist hungrig. Wir haben aber nur noch 3 Dosen. Wir müssen es sparen. Wir müssen sparen. Du gehst schlafen. Wohl. Bist du so müde? Palve ist immer noch hungrig. So, Palve, du, ich bin nicht müde. Okay, er geht nicht schlafen. So, gucken wir, ob es Neuigkeiten gibt.
Na, hier redet doch einer. Tag 7. Die kommenden Tage sollen doch schön und warm sein. So, das andere war irgendwo hier. Die Tiere hat sich auch nichts verändert. Und da hat sich auch nichts verändert. Okay. Keine Neuigkeiten. Nun gut. Dann, nee. Gehst du mal zur Werkbank schauen und Bruno, wenn du nicht müde bist, kannst du dich ein bisschen setzen. So, was können wir denn herstellen? Theoretisch bräuchten wir jetzt noch ein viertes Bett. Wir sind ja jetzt zu viert, aber ich lasse das mal noch. So, einen Ofen haben wir ja schon, Heizgerät. So, wir bräuchten jetzt mal eine Kochplatte, damit wir auch die anderen Sachen zubereiten können. Destillator, denke ich, ist noch nicht notwendig. Oder was können wir dann da machen? Mit etwas Geduld, ein wenig Wasser und Zucker haben wir ja. Können wir ein widerlich schmeckendes, jedoch hochprozentiges Alkohol herstellen. Wir könnten ihn dann gegen Dinge eintauschen, die wir brauchen. Erwarte nur nicht zu viel. Hört sich eigentlich nicht schlecht an. Metallwerkstätte ermöglicht uns, Werkzeuge herzustellen, wie Schaufeln für die Trümmerbeseitigung, Brechstang für das Aufbrechen von Türen sowie Messer für die Selbstverteidigung. Später können wir sie nutzen, um fortschrittliche Werkzeuge herzustellen oder sogar Schusswaffen. Das finde ich super, das mache ich. Auch wenn wir jetzt erstmal nur Messer herstellen könnten, machen wir das. So, jetzt haben wir hier eine andere Werkbank. Wollen wir die auch hier gleich hinstellen? Machen wir. Das ist super. Noch eine Werkbank. Messer werde ich gleich, sobald es geht, als erstes herstellen, damit wir ein bisschen mehr Verteidigung haben. Weil wie gesagt, so langsam wird es bestimmt nicht mehr so schön ruhig bleiben. Hungrig, leicht krank, erholt sich noch. Du bist nicht mehr müde hier. Du hast auch gar keine Sachen gerade, das ist gut. Immer noch hungrig. So. Okay, du musst jetzt aber leider noch mal gucken, ob wir jetzt was herstellen können. Messer, Waffe können wir nicht. Wir brauchen tatsächlich noch eins mehr davon. Ah, okay. Holz haben wir genug. Und dieses andere Material haben wir auch genug. Ich würde es aber nicht zu viel verschwenden, ehrlich gesagt. Dietrich. Nee. Ich lasse das jetzt erstmal. Ich will mir so ein Messer herstellen. So, komm, du isst mal jetzt ein bisschen was. So, Bruno ist auch hungrig, aber so viel haben wir nicht. Komm, die Uhr tickt. Es ist, ja genau, die Nacht fängt an. Die Nacht beginnt. So, jetzt haben wir natürlich vier Leute. Vier. So, auf jeden Fall bleibt Katja jetzt mal im Bett schlafen. Die hat jetzt die letzten Nächte genug gemacht. So, Roman, du musst Wache stehen, definitiv. Du bist jetzt hier der Stärkste, denke ich mal. Zumindest der Kampferprobteste. So, und, entweder ich mit Bruno oder mit Palve. Ich würde sagen, Palve bleibt mit Wache stehen und mit Bruno gehe ich plündern. So, nur wir gehen wir hin. Wir gehen jetzt auf jeden Fall. Da waren wir noch vor 5 Tagen, haben wir das letzte Mal besucht. Da ist auch keine Gefahr, dass wir jemanden treffen, ohne auf jemanden zu treffen. Das ist gut. Menge Materialien, Menge Waffen, Menge Teile. Aber wir bräuchten auch immer noch was zu essen. Jetzt sind wir ja schließlich auch einer mehr, der essen möchte. Gucken wir mal hier. Da ist Gefahr. Vorsicht ist geboten. Materialien, Waffen, Teile. Da ist auch Gefahr. Da gehen wir nicht mehr hin. Hier müssten wir jetzt eigentlich hin. Ja, wir gehen jetzt in die Kirche der Heiligen Maria. Komm, los geht's. Was nehmen wir mit? Gar nichts. Wir nehmen Medikamente. Und das, falls wir was ganz dringend zum Tauschen brauchen. Ansonsten nicht weiter. Los geht's, Bruno. Machen wir uns auf den Weg in zur Heiligen Kirche. Als Kind kam ich mit meinen Eltern hierher. Guck erstmal. Okay, weiter kann ich nicht rauszoomen. In Ordnung. Dann gehen wir erstmal hier plündern. Wir tasten uns wie immer vorsichtig voran. Und stecken erstmal alles ein. Und nachher wird natürlich wieder umsortiert. Oder aussortiert.
Sind das für Geräusche? Fällt mir gar nicht. Hier läuft einer. Komm, schnell da durchsuchen. Ich weiß mal nicht, ob das jetzt Menschen sind oder ob das Tiere sind, ne? So, alles nehmen kann ich nicht. Ich nehme Holz. Nee, ich nehme gar nichts davon. Ich gucke noch, ob wir was anderes kriegen können. Eine Tasse Kaffee wäre nett. Der hätte gern Kaffee da unten, okay. Schleich dich mal ein bisschen, Bruno. Willkommen, wir sind vor kurzem ausgeraubt worden. Wir haben also nicht viel übrig. Schade. Eigentlich. Ich habe aber auch nichts, was ich tauschen kann. Meine Gemeinde schläft unter der Kirche. Bitte störe sie nicht. Wie kommen wir denn dahin? Ach, da ist eine Leiter. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Oh, wir können tauschen. Halt, halt, halt. Also sollen wir handeln. Hier sind wirklich mehrere. Wir gucken mal, was könnten wir dann handeln? Wir können jetzt das Holz handeln, das wir hier gefunden haben. Wären so gütig und würden den Armen in Zeiten der Not helfen. Ja, wir haben nur nichts. Komm. Holz kriegen wir hier genug. Lass mal das ganze Holz da. Guck mal, was der uns geben könnte. Essen brauchen die wahrscheinlich selber, wa? Gucken, ob der das macht. Das reicht nicht. Macht er natürlich nicht. Aber wahrscheinlich kann ich nichts davon nehmen, ne? Das hier? Das könnte ich nehmen. Wie viele? Zwei. Ach, wir machen das mal. Komm, wir handeln. Und jetzt gehen wir natürlich hier nochmal durchsuchen. Schnappen wir uns die anderen Holzsachen. Ist natürlich gar nicht so ein guter Tausch, weil mit dem Holz können wir auch das herstellen, was er jetzt da natürlich uns gegeben hat hier. Aber die Materialien wollte er nicht und ja. Gucken wir mal. So. Wir handeln nochmal ein bisschen. Okay, hier, du kannst wieder unser komplettes Holz haben. Dafür will ich, obwohl komplette Holz ist ja auch eigentlich ungut. Ungut ist auch schön, ne? Weil wir bräuchten ja auch Holz, um Sachen herzustellen. Aber für zwei Holz kriege ich jetzt natürlich gar nichts, ne? Hm. Wasser? Komm, wir nehmen ein Wasser. Ach, Quatsch. So, handeln. So, gucken wir mal, ob wir hier runter dürfen. Ist das? Nichts als Abfall. Was bedeutet das hier? Zugesperrt? Diese Tür ist vergittert. Ich brauche ein Sägeblatt, um durchzukommen. Haben wir jetzt natürlich nicht dabei. Und der hier passt natürlich auch auf. So, luken wir mal hier durch. Da sitzt natürlich noch einer. Machen wir mal die Tür auf. Hallöchen. Zutritt verboten, weg von hier. Alles klar. Machen wir die Tür wieder zu. Du solltest doch gehen, hau jetzt ab. Nun gut, dann hauen wir jetzt auch mal ab. Aber vorher nehmen wir noch alles mit an Werkzeug, was wir hier noch drin haben im Haufen. Und dann war das ja weniger erfolgreich, ne? Also, lauter Materialien haben wir, aber mehr können wir nicht. Jetzt ich gleich mal ein Holz da und nimm zwei. Naja, komm, wir hauen ab hier. Was soll's? Oh, gehen wir zurück und hoffen, dass alles gut ist bei uns im Unterschlupf. Bruno ist zurück. Tag 8. So. Es fühlt sich gut an, lebendig und gesund zurück zu sein. Ja, das glaube ich. So. Und nun? Ah ja, da haben wir's. Diese Nacht war ruhig. Bruno war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Ja, ein paar Materialien auf jeden Fall. Aber es hätte, glaube ich, wirklich besser sein können.
Aber ich glaube, so langsam müssen wir auch unbedingt Waffen herstellen, damit wir auch mal in diese Gefahrenzonen rein können. Weil da gibt es auch die Sachen, die wir am nötigsten brauchen, ne? Okay, dann werde ich mal gucken. Wir haben aber leider, wir bräuchten jetzt noch einen Händler, um diese anderen Materialien zu finden, die wir dazu brauchen, um ein Messer herzustellen. Was anderes nützt uns jetzt gar nichts. Ja. Was anderes bleibt uns wirklich nicht übrig. Wir müssen wirklich jetzt Waffen herstellen können, so langsam. Ich hoffe, wir schaffen noch ein paar Nächte, ohne dass hier was passiert. Aber, ihr Lieben, es ist wieder soweit. Ich weiß nicht, ob die Folgen zu kurz sind, aber eigentlich, glaube ich, reichen die völlig aus von der Länge her. Was meint ihr? Sind die Folgen so okay? Ich glaube, im Schnitt mache ich immer 20 Minuten. Ich finde das, glaube ich, eigentlich immer ganz gut. So, aber 15 Minuten finde ich zu kurz und 30 Minuten finde ich immer sehr lang, um das zu schauen. Aber ja, schreibt mir doch einfach, was ihr dazu denkt, wie lange ich das machen sollte. Und ansonsten, ja, schreibt allgemein, was ihr von dem Spiel haltet. Das interessiert mich immer noch ganz brennend, was ihr so über das Spiel denkt. Ich finde es super spannend, hier jede Nacht, jeden Tag irgendwie durchzukommen, Sachen zu sammeln, irgendwie, ja, einfach zu überleben und zu hoffen, dass wenn man auch wiederkehrt, dass es den anderen auch gut geht und dass wir hier nicht ausgeraubt wurden. Das ist immer, ja, sehr spannend und ich bin wie gefesselt hier und ich spiele jetzt, glaube ich, schon mehrere Stunden am Stück. Glaube ich, so zwei oder so. Ich weiß es aber nicht so genau. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich auf eure Kommentare und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, macht's gut, eure Aschner. Tschüss!